Hallo, herzlich willkommen auf dem Stand von Focal und Name auf der diesjährigen High-End in München 2023. Wir möchten Ihnen ein paar sehr außergewöhnliche neue Produkte zeigen, mit denen Sie unglaublich viel Spaß und Emotionen beim Musikhören haben werden. Mein Name ist Olaf Steinhardt, ich bin Brand Ambassador bei der Firma Focal und Name. Wir haben hier als allererstes die Teva-Serie von Focal. Das sind unsere Einstiegslautsprecher und die bieten wirklich eine unfassbar gute Klangqualität fürs Geld. Wir haben hier unsere Slate Fever Membranen, wir haben einen Aluminium-Magnesium-Hochtöner, wir haben wunderschöne Gehäuse in unterschiedlichen Farben, helles Holz, dunkles Holz und in Schwarz. Und diese Lautsprecher muss man einfach gehört haben, um wirklich zu verstehen, welche Performance in diesem Preisbereich möglich ist. Die nächste Range, die wir haben, ist dann die sogenannte Vestia-Serie. Die Vestia-Serie ist eine Stufe größer als die Teva-Serie und bietet noch mehr Klangqualität fürs Geld. Wir haben hier einen neuen Hochtöner, das ist der sogenannte TAM-Hochtöner. Den haben wir entnommen aus unserer K-Technologie und der ist für die Anwendung im Home H4-Bereich modifiziert worden. Und der bietet eine unfassbar gute Auflösung, ohne in irgendeiner Form zu nerven. Das heißt, Sie können wirklich Details auf Ihren Aufnahmen hören, von denen Sie gar nicht wussten, dass die überhaupt da sind. Dieser Lautsprecher hat zwei Bassreflexöffnungen, eine vorne und eine hinten. Und das macht es wirklich sehr einfach, diesen Lautsprecher zu Hause im Hörraum zu integrieren. Und es macht wirklich unfassbar viel Spaß, mit diesem Lautsprecher Musik zu hören. Die nächste Serie, noch eine Nummer größer, ist dann die Aria-Serie. Und in der Aria-Serie haben wir eine komplett andere Membrantechnologie. Wir haben bei der Aria-Serie dann hier diese Flachs-Membran. Flachs ist ein natürlich nachwachsender Rohstoff, ein Naturprodukt. Flachs hat die Eigenschaft, dass es extrem leicht ist, extrem verbindungssteif. Es ist eine Hohlfaser und das ist genau das, was wir im Lautsprecherbereich brauchen. Wir brauchen steife Lautsprecher-Chassis, die extrem leicht sind und die Impulsen der Musik extrem schnell folgen können. All das wurde hier umgesetzt und der Hochtöner ist auch ein Aluminium-Magnesium-Hochtöner. Auch diesen Lautsprecher gibt es in unterschiedlichen Farben selbstverständlich und auch hier haben Sie extrem viel Spaß beim Musikhören. Die nächste Serie, noch eine Nummer größer, ist die sogenannte Kanter-Serie. Das sind diese Lautsprecher. Die Kanter-Serie sieht nicht nur extrem gut aus und ist sehr stylisch ausgeführt und passt sich wirklich perfekt in jeden Wohnraum an. Sie ist außerdem noch eine technische Evolutionsstufe größer als die Aria-Serie. Wir haben auch hier die Flachsmembran, aber wir haben hier einen Hochtöner, der aus purem Beryllium besteht. Dieser Hochtöner kann unglaublich hohe Frequenzen auflösen. Er spielt sehr hoch hinaus. Er ist extrem steif, extrem leicht. Wenn man den zu Boden fallen lassen würde, dann sinkt er so nach unten wie so eine Feder. So leicht ist der. Und man kann damit extrem laut Musik hören, ohne dass man irgendwelche Verzerrungen hat. Das heißt, auch hier geht es darum, Performance zu liefern, laut hören zu können, ohne irgendwelche Einschränkungen zu haben, ohne dass man irgendwann sagt, meine Güte, das nervt jetzt so ein bisschen im Ohr, sondern wir können laut hören, ohne Verzerrung zu haben und ohne Nerven. Auch hier ist es so, wir haben mehrere Modelle, wie bei den gesamten Serien. Es gibt immer einen kleinen, kompakten Regallautsprecher, wofür es auch passende Ständer gibt. Und es gibt immer verschiedene Standlautsprecher in unterschiedlichen Größen, je nachdem, wie gut die Performance sein soll und je nachdem, wie groß ihr Hörraum ist. Passende Center-Lautsprecher gibt es natürlich auch. Wenn man möchte, kann man natürlich da ein komplettes AV-Set mit aufbauen. Bei den kleinen Lautsprechern, bei der TVA-Serie ist es sogar so, dass wir einen Dolby Atmos Lautsprecher haben. Das heißt, da haben wir dann oben noch einen Lautsprecher eingebaut im Gehäuse, der an die Decke strahlt und somit Dolby Atmos möglich macht, ohne dass ich große Umbaumaßnahmen zu Hause vornehmen muss. Ich kann Ihnen wirklich nur empfehlen, sich diese Lautsprecher mal anzuhören, weil Sie wirklich denken werden, meine Güte, ich habe nie gewusst, dass sowas möglich ist, dass ich wirklich das Gefühl habe, die Künstler stehen bei mir im Wohnzimmer und spielen nur für mich. Sie bestimmen ab heute mit den neuen Lautsprechern von Focal, wann Ihr privates Konzert zu Hause stattfindet. Und ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Spaß auf der Messe und ganz, ganz viel Spaß beim Anhören dieser Lautsprecher.
Ja, die Lautsprecher haben wir uns ja gerade schon mal angeguckt und wir haben jetzt hier in einem unserer Demoräume eine Vestia Nummer 3 aufgebaut, zusammen mit dem Name Unity Star. Und das ist wirklich eine Anlage, wo wir sagen müssen, vom Preis-Leistungs-Verhältnis her unfassbar gut. Wirklich eine Klangqualität zum Niederknien, wie man so schön sagt. Man glaubt gar nicht, was aus so einem Lautsprecher rauskommt. Und wir spielen hier wirklich alle möglichen Musikstücke und nicht nur dieses sogenannte High-End-Musik, wo wir alle wissen, dass die gut aufgenommen ist, sondern AC/DC, ABBA, also alles das, was Sie zu Hause auch gerne hören und wo Sie Spaß haben. Und diese Anlage klingt wirklich unfassbar gut für den Preis. Hier stehen wir jetzt vor unserem Flaggschiff-Lautsprecher. Die Grande Utopia EM. Ein Lautsprecher, wo sich unsere Entwickler wirklich komplett austoben konnten, das technisch Machbare zu realisieren. Grande Utopia EM. EM steht für Elektromagnet. Das heißt, dieser Bass hat keinen Permanentmagneten, sondern einen Elektromagnet. Das ist eine Technik, die eigentlich schon relativ alt ist, aber die kaum jemand benutzt, weil sie extrem teuer ist. Der Vorteil eines Elektromagneten ist, dass ich den wirklich an jedem Raum anpassen und einstellen kann, je nachdem, wie groß der Raum ist. Wenn man sich den Lautsprecher genauer anguckt, dann sieht man, dass das gesamte Konstrukt aus verschiedenen einzelnen Gehäusen besteht. Und wenn der Lautsprecher sich jetzt gleich umdreht und wir den Beryllium-Hochtöner sehen und die W-Sandwiches-Membran, dann werden wir feststellen, dass der Lautsprecher auch so ein bisschen angewinkelt ist. Das ist das sogenannte Time Alignment. Das sorgt dafür, dass alle Frequenzen gleichmäßig am Hörplatz ankommen. Das bedeutet, wir haben eine deutlich bessere Raumabbildung, wir haben deutlich präzisere Abbildung, bessere Klangfarben, einfach ein Klangergebnis, was wirklich wahnsinnig toll ist. Entscheidend ist, dass das hier sogar noch weiter geht. Wir haben nämlich hinten, wenn man sich das jetzt hier anguckt, noch so ein kleines Loch. Und da kann man tatsächlich eine Kurbel reinstecken. Und mit dieser Kurbel kann man den gesamten Lautsprecher auf den Hörplatz einstellen, weil sich nämlich die einzelnen Gehäuse verschieben und die Winkel dann ändern. Es gibt hier hinten eine Klappe. In dieser Klappe ist die Kurbel drin. Stecke ich dann einfach hier rein. Und hier hinten ist eine genaue Skalierung, die uns dann anzeigt, wie groß ist denn der Hörabstand, den Sie haben zu dem Lautsprecher. 3 Meter, 5 Meter, 7 Meter. Und je nachdem, wie der Abstand ist, wird der Winkel dieses Lautsprechers dann geändert über die Einstellung. Und somit ist dieser Lautsprecher extrem einfach an den Hörraum anzupassen und aufzubauen. Der Lautsprecher besteht auch aus mehreren Teilen. Das heißt, dieser obere Bass, der wird erst ganz zum Schluss auf das Gehäuse gesteckt, wenn der bei Ihnen im Wohnraum integriert ist. Und wie gesagt, die Klangqualität muss man einfach gehört haben, um zu glauben, dass sowas technisch überhaupt möglich ist. Es ist die perfekte Illusion, dass bei Ihnen zu Hause gerade das Konzert stattfindet. Nicht jeder kann zu Hause wirklich große Lautsprecher im Wohnzimmer aufstellen. Und deshalb hat Focal hier eine Lösung erschaffen, die Utopia Range, die man in-wall oder on-wall aufbauen kann. Dieser Lautsprecher bietet die beste Membrantechnologie, die wir haben. Utopia-Technologie mit dem W-Sandwich-Cone, mit dem Beryllium-Hochtöner und mit separaten Subwoofern. Das bedeutet, wir können natürlich mehrere Subwoofer schalten und wir sind damit in der Lage, wirklich Druck im Bassbereich in jedem Raum zu erzeugen, egal wie groß der Raum ist. Natürlich gibt es in dieser Serie auch einen Center-Lautsprecher. Es gibt Lautsprecher für Dolby Atmos, sodass man damit auch ein komplettes Home-Cinema aufbauen kann und wirklich eine Klangqualität hat mit einem Lautsprecher, der dann, wenn ich hier die Abdeckung drauf mache, die ich auch streichen kann, passend zu meiner Tapete oder zu meinem Wohnzimmerambiente, absolut unsichtbar sind. Und das ist eine Klangqualität, die kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, wenn man das nicht gehört hat. Deswegen haben wir das hier aufgebaut, um Ihnen das mal zu zeigen. Die Firma Name Audio wurde 1973 gegründet. Das heißt, es gibt uns jetzt mittlerweile 50 Jahre und wir haben uns überlegt, zum 50-jährigen Firmenjubiläum ein ganz, ganz besonderes Produkt zu relaunchen. Und das ist der sogenannte Night 1, der erste Vollverstärker, den Name Audio jemals gebaut hat. Und das war 1983.
Dieser Vollverstärker ist in dem sogenannten Chrome Bumper Design. Das heißt, wir haben hier diese helle Front vorne. Wir haben drei Eingänge an dem Gerät. Das Gerät hat keine Fernbedienung. Man muss also aufstehen, um die Lautstärke zu regeln. Und wir haben, wie gesagt, die drei Eingänge. Einen AUX-Eingang, einen Eingang für Streamer und einen Phono-Eingang. Der Phono-Eingang ist ein Phono-MM-Eingang. Und der andere Schalter vorne ist zum Ein- und Ausschalten des Gerätes. Klassischerweise hat man genau die gleichen Schalter übernommen mit diesen Druckknöpfen, die man früher schon gehabt hat. Und auch der Lautstärkeregler ist exakt identisch. 85% der Bauteile in diesem Gerät sind genau die gleichen Bauteile, die damals verwendet worden sind. Entscheidend ist, dass wir hier natürlich wieder die NAMM-typische Klangqualität haben. Wir haben dem Gerät ein paar Features beigebracht, die es früher nicht gab. Wir haben zum Beispiel einen zusätzlichen Kopfhörereingang an dem Gerät. Da war früher der Balanceregler, den brauchen wir heutzutage natürlich nicht mehr. Das Gerät hat 2x20 Watt pro Kanal an 8 Ohm, 40 Watt an 4 Ohm und hat somit deutlich mehr Leistung, als damals der Neid hatte. Der hatte nämlich nur 15 Watt pro Kanal. Wenn man sich das Gerät mal von hinten anschaut, ich halte das mal hier in die Kamera, dann sieht man hier auch die Eingänge, zwei DIN-Eingänge, so wie es früher auch war, und der Phono-Eingang natürlich als RCA ausgelegt. Zusätzlich hat dieses Gerät ein kleines integriertes Schaltnetzteil, was einfach dafür sorgt, dass wir einen sogenannten Softstart machen können und außerdem dafür sorgen können, dass wir nur die 0,5 Watt im Standby-Betrieb verbrauchen. Auch die Buchsen hier sind so angelegt, dass sie voneinander Abstand haben, damit die sich nicht gegenseitig beeinflussen. Also die NAMM-typischen Merkmale, die wir früher auch immer gehabt haben, Sachen mechanisch zu lösen, damit wir sie hinterher nicht aufwendig korrigieren müssen, wurden hier eingehalten. Entscheidend ist natürlich, wie dieses Gerät klingt. Und das Gerät hat wirklich eine Klangqualität, dass man sagen muss, ja, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass sowas aus so einer kleinen Kiste alles rauskommt. Das ist genau der gleiche Effekt, den man damals gehabt hat, als das Gerät auf den Markt kam. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Spaß und viel Freude beim Anhören dieses neuen, alten Nate 50. Vielen Dank, dass Sie dieses Video angeschaut haben und wir möchten Sie natürlich herzlichst einladen, unseren Video-Channel zu abonnieren, weil wir Ihnen natürlich neben diesem kurzen Eindruck der Neuheiten und der Produkte von Focal und NAMM in Zukunft natürlich noch tiefere Einblicke geben möchten und weitere Videos folgen werden, um Ihnen wirklich alle technischen Informationen zu geben, die Sie benötigen. Vielen Dank und auf Wiedersehen.